hallo meine kleinen Freunde, ich bin's, der Brandy. Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün. In der letzten Folge haben wir einige Schwierigkeiten mit Major Bob gehabt. Ja, ich hoffe, diesmal kann ich das ohne große Probleme lösen. Wir werden uns erstmal schön direkt so 25 Tränke kaufen. Und dann, hier, schön. Paraheiler haben uns letztes Mal echt den Arsch geratet. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir echt so viele brauchen würden. Aber, naja, whatever der war. Da war ein kleiner Professor-Helfer da. Oh, hallo Brandy, wie geht es dir? Ich bin es, einer von Professor Eyes Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hat ein Paket von Professor Eyes für dich, Brandy. Er sagte, er sucht dich bei Route 2, Brandy. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Ja, Route 2, Carter. Route 2 ist, ist Route 2. Ich glaube hier, oder? Jawohl, da im, vor dem Vertania-Wald. Wie kommen wir da am besten hin? Naja, wie denn? Durch die Dicta-Höhle. Ich glaube, für ihn müssen wir einige Pokémon gesehen haben. Oder gefangen haben. I don't know, man. I don't know. Das Einzige, was wir machen können, ist probieren. Denn das geht über Studieren. Yes, baby. Das ist der Truth. Das ist die Wahrheit. Wo haben wir ihn denn? Schutz. Da haben wir den Schutz. Zack. Ah, dafür ist keine Zeit. Jetzt keine Zeit, Brandy. No time for this, motherfucker. No time. Alles klar, ich habe mein Bärchen. Dann haben wir keine Zeit dafür. Das wird leider nicht reichen, der eine Schutz, habe ich das Gefühl. Ja, aber klar, und das dann... Oh ja. Zucker. Dick da. Level 20. Kann man flüchten? Natürlich. Ey, Boss. Kann ich jetzt flüchten? Flucht unmöglich. Schade. Natürlich ist das auch sehr effektiv. Was denn auch sonst? Naja, machen wir es einfach mal mit Quarze. Ach, der ist auch noch schneller, der Sack. Ja, machen wir es ganz einfach. Da mir das zu blöd ist, hauen wir uns einfach mal Täubchen rein hier. Hat man schon lange nicht mehr. Hier. Oh ja, Zucker. Ach, das hat leider keine Wirkung auf dich, auch wenn sie gerade am Boden steht. Ist halt so. Hat keine Wirkung. Hat gereicht, Volltreffer war Absicht, war geplant. Weiß jeder sofort, also ist halt einfach so. Wieso wir jetzt nicht laufen? Ich weiß es nicht. Ach Gott. Fuck, ich habe vergessen, das Ding umzutauschen wieder vorne. Verhindert Flucht mit Auswegslos. Ach so. Ja, kein Problem. Machen wir mal hier Kratzer hier. Zack. Intensität 7. Oh ja, mach mein Ding kaputt, bitte. Yes, baby. Aber ein Kratzer-Rat-Tunes. Solide. Nur sollte ich jetzt erstmal... Ist eigentlich schon traurig, dass ich hier einen Trank benutzen muss, aber... Was soll's. Und ich benutze noch einen Schutz. Das ist mir jetzt zu blöd. Wahrscheinlich endet genau jetzt die Höhle hier. Ich hätte... so. Da drehe ich durch, wenn ich sowas sehe. Ah, Professor. Auch wenn ein Pokémon aussieht. Ja, das war ja nicht. Ich glaube, Professor Eyes Assistent war hier. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, also vor dem Vertania-Wald. Aber das ist schon nach dem Vertania-Wald. Das ist natürlich alles etwas suboptimal. Ja. Wir werden
Ja, wir werden einfach mal runter. Da muss er sein, ja genau, ich erinnere mich. Hier, zack. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein großes Geschenk für dich. Ja, ich habe... Ja. Du hast 11 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du redlich verdient. Das ist der Blitz. Kann man selbst die dunkelsten Ecken in einer Hölle ausleuchten. Ja, eine Sekunde, Leute. So, mein Avira hat ein bisschen gesponnen. Hat mir hier gemeint, er muss mir zeigen, was Sache ist und so. Wollte ich aber nicht. Zack, einfach mal weg damit. Und zwar ganz, ganz schnell. Wir sind hier an der Aufnahme und das muss professionell rüberkommen. Ich meine, Profi und so. Ihr wisst Bescheid, ne? Schutz. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Die nächste Stadt wäre der 4. Orden. Ich habe den Kopf nicht mehr im... Den Namen nicht mehr... den Kopf nicht mehr im Namen. Den Namen nicht mehr im Kopf dieser Stadt. I think it was... Vertania... Nee, Vertania City war die erste Stadt. Auf jeden Fall weiß ich, dass da das Casino ist und dass wir da... gedingenst werden mit Team Rocket und so, und der 4. Orden aus Pflanze ist. Nochmal hier haben wir alles besiegt. Im Normalfall, ja, haben wir auch alles Klärchen. Dann hätten wir alles erledigt. Gehen wir nochmal am Pokémon Center vorbei. Fahrrad haben wir uns, glaube ich, geholt. Den Kampffahnder haben wir uns auch geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das heißt, wir hätten hier im Prinzip nicht mehr zu tun. Aber wir könnten natürlich nochmal abchecken, ob wir den Kampffahnder auch wirklich haben. Ja, den Kampffahnder haben wir. Alles klar. Angel haben wir auch. Fahrrad haben wir auch. Alles ist hier besiegt. Ich könnte höchstens noch eine Level-Session hier einlegen. Aber, um ehrlich zu sein, absolut kein Bock gerade aufs Leveln, deswegen laufen wir durch den Tunnel. Und dann, ich glaube, die erste Level-Session wird erst wieder sein sobald wir drüben sind, also sobald wir die andere Seite betreten haben. Nee, Spaß, sobald wir die Höhle durchquert haben, denke ich mal, werden wir eine neue Session einlegen, des Trainings. Jetzt muss ich mal abchecken, was hatte die für Pokémon? Das weiß ich jetzt alles nicht. Unser Sandan, das wird so ein bisschen unser unser VM-Sklave. Du trägst Pokémon bei dir, lass uns kämpfen! Natürlich, wir kämpfen sofort. Ja, 4 Pokémon Miraplan. Das ist natürlich ganz Zucker, dass Miraplan an erster Stelle steht. Da haben wir eine gute Wahl getroffen mit unserer Fackel. Die leuchtet Miraplan natürlich ein. Aber wisst ihr, was der Hammer ist, Leute? Nee, ich sag's euch, ein Werkzeug. Oh Gott, da haben wir eine Skype-Konfi jetzt letztens, beziehungsweise TS-Konfi von der Gemeinschaft Game & Watch gehabt. Und ich dachte einfach, ich spinne, nachdem ich das alles gehört habe. Was für Flachwitze da kamen von der Gruppe. Echt nicht schlecht und so, aber Leute, das war echt ultra, mega, super, duper flach von denen. Ist so echt, also was, das ist, war echt der Hammer. Und diesmal war es echt kein Werkzeug. ja, heute haben wir Mittwoch, den Buß- und Bettag am 20. November. Und die Folge dürfte irgendwann mal im Dezember rauskommen. Und ja, Feiertag halt, keine Schule und so, ihr wisst es. Und ich stehe halt auf und denke mir, fuck, ich verschlafe, 7.30 Uhr. Und nachdem ich gedacht habe, ich verschlafe, war ich direkt duschen und so, mal wach sein für die Schule und alles. Und dann fällt mir auf, ach du Scheiße. Und ja, es sind Feiertage und dann mit weiterschlafen war natürlich auch nichts mehr, weil ich habe mich ja hier
geduscht gehabt. Und wir lernen jetzt gerade Pikachu Schockwelle, weil ich einfach geil drauf bin. Und nee, das war dann halt euch schon wieder ein Gag. Und das wollte ich einfach nur gesagt haben. Nee, Aeroas, guck mal hier, Ling vielleicht sogar. Ihn. Boah, das ist natürlich eine Schnitte, wenn ich ihm das beibringe. Andererseits, warum nicht Monkey? Der hat nur Kampfattacken und so hätte er vielleicht sogar noch eine... Das ist so eine Frage, was verlernt man da jetzt? Geowurf ist eigentlich eine tolle Attacke, Karate-Schlag eigentlich auch. Mach mal einfach mal Fußkick weg. Ich weiß, ihr werdet mich haten, aber ich wollte es machen. Ich wollte es einfach gemacht haben. Ich bin kein Pokémon Pro, ist mir Wayne. Ist mir einfach echt Wayne, ehrlich gesagt. Ich... Oh Gott, ich muss niesen. Sag mir nicht, dass... Natürlich, können das nur die beiden erlernen. Hm. Kann man Link das beibringen? Machen wir Tackle weg, ganz einfach. Tackle ist eh keine nützliche Attacke. Beziehungsweise kaum nützlich als Normalangriff. Ja, jetzt wo war ich stehen geblieben? Das Video kommt wahrscheinlich. Wahrscheinlich so ein eine Wanderhure sein. Das heißt, ich probiere es mal mit Link. Machen wir mal ein bisschen Link hier, ein bisschen Practice und Training und so, ein bisschen Training. Und hier, ihr wisst Bescheid. Nee, ich muss euch etwas sagen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, jeden Tag 2 Videos auszumachen. Ich weiß, es ist schlimm. Aber ich weiß echt nicht, ob ich das packe, einfach zeitlich auch. Weil ich meine, es sind 2 Videos, wenn ich pro Video 3 Stunden hochladen brauche. Und klar, irgendwo könnte es schon hinhauen. Aber dafür müsste ich halt echt jeden Tag hochladen und das schaffe ich teilweise nicht, weil ich nicht so... Ich schaffe es nicht so viel nach aufzunehmen, wie ich hochladen tue. Oh, außer ihr meint halt, es wäre in Ordnung, wenn ich jetzt ab jetzt irgendwie wirklich 15 Minuten mache und dann straight einfach cut, ob wir mitten im Kampf sind oder so bei Pokémon oder nicht. Einfach hier, zack, einfach einen eiskalten Cut setzen und dafür jeden Tag... Oh fuck, Motherfucker, das war natürlich sehr effektiv. Aber ich war schneller und das macht mich natürlich zum Gewinner. Und nee, dann wenn ich einfach einen Cut reinsetze und dann einfach, dann könnte es vielleicht hinhauen, dass ich sogar schaffe, jeden Tag mal irgendwie zumindest 10 oder 15 Minuten Parts hochzuladen. Kann ich eigentlich auch nicht versprechen, mehr so, ja, so hypothetisch gesagt. Also, weiß ich jetzt echt nicht, ob das hinhauen könnte. Theoretisch. Probieren wir es mal mit Pikachu. Ich bin hier. Hä, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Ja, die sind auch fit. Meine Pokémon sind Ember Chop fit. Für gerne. Ja, das war eine ziemlich gute Idee, dann, dass ich unser Smetbow ausgewechselt habe. Fangen wir mal an mit Schockwelle, einfach mal um zu sehen, wie es so ist. Oh, ist ja wunderschön. Die Schockwelle trifft immer. Und die finde ich halt einfach nur deswegen toll. Ah, jetzt macht er das. Okay. Machst du das? Ah, kein Problem. Kein Problem mehr. Ah, machen wir einfach den hier. Zack. Kein Problem. Siehst du? Einfach mal hier. Und ach, machst du nochmal. Oh. Ich bin gerührt und ich gebe dir einfach einen Ruckzuck ins Gesicht. Und das war's für dich, Vulcano. Oh, und das war noch ein Volltreffer. Hast du umso mehr Pech gehabt. Als nächstes wird Glumanda rausgeschickt. Haben wir irgendein Wasser-Pokémon oder so? Oder irgendwas, was effektiv ist gegen... höchstens... Ja, nee, scheiß drauf. Wir bleiben jetzt bei Pikachu. So, ganz gut. Es war zweifache Schwäche von... Ja, Verteidigung und so, aber scheiß drauf. Hier einfach Schockwelle mitten ins Gesicht. Ja. Bam! Rauchwolke. Kein Problem, wir haben Schockwelle, Leute. Schockwelle macht das. Hoffe ich. War das Schockwelle, die immer trifft? Ja, natürlich.
Einfach immer, zack, einfach Schockwelle. Das ist die Lösung aller Probleme dieser Welt. Na, mach halt deine Metallklaue. Das ist nicht mal effektiv, du Opfer. Na, und dann bist du auch noch paralysiert und dann bin ich jetzt... Ah, bin ich schon glücklich. Jetzt, zack. Mal ein bisschen Strom sparen sein hier, deswegen Schockwelle sparen. 25 hatte eh schon Level up und schnell und präzise besiegt. Ja, hast du recht hier. Also, ich bin auch schnell und präzise, einfach mal einen schnellen Uppercut ins Gesicht und das war's dann. Ein Käfersammler, das wäre natürlich was ganz Feines für unsere beiden. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokons zu pflegen. Ja, ja, mach das nur. Du hast, ja. Probleme, Käfersammler. Oh, ein Bibor. Arrrr. Bin ich da überhaupt effektiv? Ich weiß es gar nicht. Ja, bin ich. Ja. Hat sich damit erledigt, meine Frage. Als nächstes Bibor. Ja, toll, das sind echte EP-Bringer, um ehrlich zu sein. Also dann machen wir hier zack und den hier und machen wir einfach nochmal hier einfach wegfegen. Oh. Das finde ich nicht nett. Aber kein Problem. Machen wir einfach den hier. Macht er uns einfach... Ach, ist einfach wunderschön, was wir hier machen. Und Level up. Dann probieren wir das Ganze gleich mal mit dem Kampf an, nochmal, würde ich sagen. Machen wir einfach direkt mit dem Kampf an. Hier mal zack. Oh, ist ja wunderschön, dass sich der dann auch meldet. Und dann kann man nämlich gleich hier, wenn das so viel EP gebracht hat, ich bin mir nicht mal sicher, ob das effektiv ist, aber einfach mal machen. Jeden Tag stehe ich früher auf, um... Ja, ja. Mach das ruhig. Sei erwachsen. Und trainier deine Pokémon. Aber... Du wirst es trotzdem nicht schaffen. Einfach aus dem Grund, weil ich Konfusion habe. Okay? Und zack und bam. Und du weißt Bescheid. Ah, mach deinen Energiefokus. Ich mache etwas, was du... definitiv nie, das hier nicht gefallen wird. Da hast du deinen Energiefokus voll in den Arsch gesetzt und so. Also bist jetzt erstmal schön mit mindestens zwei Runden hier einmal einen durchlöten und währenddessen mache ich deinen Bibo einfach mal schön in Eiern an den Eiern werde ich es hochziehen. Ah, wunderfick schön Nuppeneier. Jetzt muss er, ach, er ist aufgewacht, kein Problem. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man da nicht trifft, ne? Also, es macht dann einen, es ist schon blöd, da steht man schon echt mies da, wenn man dann auch noch nicht mal trifft, also, Opfer. Nochmal ein Bibor, danke, kein Stress, dann haben wir auch nochmal Ling auf 25 hochgepusht. Gute Vorlage, muss man schon sagen. Haut er mir hier einen direkten Furienschlag raus. Zwei Treffer bitte, das wäre Zucker. Ja, so Themen habe ich jetzt eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Zehner haben wir es jetzt und jetzt sind es glaube ich 15 Minuten der Aufnahme und Bibor ist besiegt worden. Ja, meine Friends, in dem Sinne verabschiede ich mich von euch für die Folge Pokémon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mich hat's gefreut. Bis zum nächsten Mal. Chosen.